Ja, am Ende 1:0 für den FC Mecklenburg gegen die SG Aufbau Wolfsburg. Ja, Max, vielleicht von dir ein paar Worte zum Spiel. Ja, ich glaube, jeder hat gesehen, der hier anwesend war im Stadion, dass das ein ganz, 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 ganz schwieriges, aber trotzdem ein geiles Spiel für uns war. Mich freut es natürlich, dass ich jetzt zum dritten Mal in Folge zu 0 gespielt habe. Ja, total wichtiger Sieg, also das 1:0 von Tino in der 89. auch nochmal super Leistung von Roger, wie er dort gekämpft hat. Ist jetzt ein bisschen bitter, dass wir schon gucken müssen, was mit ihm ist, aber wir hoffen, dass alles gut ist und wir nehmen die 3 Punkte auf jeden Fall mit. War eine geile Woche. Alles klar, ich danke dir, Max. Ne? Ja, unser Kapitän Tino Witkowski, vielleicht von dir noch ein paar Worte zu Spiel. 1:0 für den FC Mecklenburg am Ende. Ja, das war das erwartet schwere Spiel. Ich habe es vorhin in der Ansprache nochmal gesagt, dass das sehr, sehr schwer werden wird, dass sie alles tun werden, um unser Spiel kaputt zu machen. Das war es dann auch. Also zweikampfmäßig sind die da ganz schön, sind ganz schön die Zweikämpfe gerasselt. Aber darauf waren wir vorbereitet. Wir haben da sehr gut gegengehalten. Ja, hinten raus muss ich sagen, wenn du in der 90. das Tor machst, dann ist das absolut glücklich, muss man sagen. Und so geil wie der Sieg jetzt auch ist, desto enttäuschend oder traurig ist es jetzt, dass was mit Roger passiert ist. Schon alles gut, ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Ja, und erzähl mal, 89. Tor von dir, was geht anders durch den Kopf? Ja, gar nichts. Ich habe die Chance gesehen, ich habe den Ball, der lag auf einmal von meinen Füßen. Und da überlegst du nicht lang, da fackelst du nicht lang in so einer Situation, kurz vor Schluss, dann haust du ihn einfach rauf. Und dann ist natürlich Riesenfreude bei allen, das hat man gesehen, da ist uns ein großer Stein vom Herzen gefallen, wo es die Freude riesengroß war. Und wie gesagt, jetzt wieder die Freude ein bisschen getrübt. Alles klar, ja, wir wünschen dem Paul, Roger, gute Besserung. Absolut. Wa? Alles klar, danke Tino. Danke, ja, wir sagen jetzt mal herzlich willkommen hier im Mittelraum vom FC Mecklenburg zum Heimspiel heute FC Mecklenburg gegen die Aufbau Wolfsburg. Hat jeder gesehen, war mächtig Musik hier drin heute im Spiel. Am Ende ein 1:0 für unsere Mannschaft vom FC Mecklenburg. Dafür natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch, Trainer Stefan. Und natürlich. Natürlich freuen wir uns auch, dass unser Gästetrainer Alexander nochmal nach oben gekommen ist. Ja, bitten wir dich einmal vielleicht ganz kurz eine Einschätzung vom Spiel heute. Ja, also erstmal vielen Dank. War ein rassiges Spiel, gutes Spiel. Ja, war ein rassiges, gutes Spiel. War ein rassiges, gutes Spiel von uns mit ganz viel Leidenschaft. Und das natürlich nach so einer intensiven Woche, die wir hatten. Ultra bitter, ne, für mich und meine Mannschaft nach so einem Spiel in der quasi letzten Minute das Spiel zu verlieren. Die Jungs sind am Boden, wir werden sie aber wieder aufbauen und wir haben einen riesen Fight geliefert gegen eine absolute Spitzenmannschaft und da können wir auf jeden Fall stolz drauf sein und wünsche Stefan natürlich alles Gute, ne, ein gutes Spiel gemacht, super Mannschaft und ist natürlich für uns als Gästemannschaft und Gästetrainer ultra hart und aber wir schauen weiter nach vorne und werden in der nächsten Woche genauso auftreten und unsere Punkte holen, die wir benötigen. Also, Stefan, Applaus hast du schon bekommen für den Heimsieg, auch von uns nochmal. Das Wichtigste, glaube ich, aber, was machen unsere Spieler? Paul ist einmal am Mittelkreis nach dem Abpfiff einmal kurz in die Knie gegangen, kannst du mal sagen, weil viele Leute haben natürlich ein bisschen aufgeregt geguckt. Ne? Sag mal einfach was. Ja, ich glaube, es war die letzte Aktion. Da muss ich dann aber auch gleich nochmal den Hut heben, dann in der 90. Minute nochmal so in den Ball zu gehen und so viel Überzeugung, den Ball nochmal reinzuspielen. Auch Witkowski, der dann letztlich zum 1:0 geführt hat, ist schon mal gut ab. Ich glaube, Paul geht so weit ganz gut. In der Aktion hat er sich ein bisschen was wehgetan und hat er, glaube ich, noch gejubelt und sich gefreut im Mittelkreis. Der ist ein Hart und der steht schon wieder auf, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber auch wir hatten diese harte Woche und ich kann auch hier und heute gar nicht so viel mehr dazu sagen. Hut ab, was auch meine Mannschaft hier bei 90 Minuten und bis zur letzten Minute dann auch abgeliefert hat. Das ist aller Ehren wert. Das war auch nur möglich, weil Wolfsburg hier brutal eingestellt war. Und ich bin auch der Meinung, die haben es richtig gut gemacht. Haben uns auf ihre Art und Weise gefordert und wir können einfach nur froh sein, dass wir heute auch wieder riesig was gelernt haben. Uns nützt hier zu Hause kein 14:0 gegen Stralsund, uns nützt hier
so ein Spiel unter so einer Kulisse, was auch ganz, ganz wichtig ist und wo ich mir überhaupt gar nicht, gar kein Wort des Ungeheuls hier loswerden will. Das gehört beim Fußball, Emotionen gehören dazu. Das ist eben so. Da mussten die jungen Burschen heute ein bisschen was einstecken, auch verbal. Das ist gut. Da lernen sie. Und auch aus dem Spiel werden sie eine ganze Menge mitnehmen. Das bringt uns viel, viel weiter als, wie gesagt, ein Gegner, den wir hier das 10. und 11. reinschießen. Vielen Dank, Alex, für die gut eingestellten Gäste aus Bolzenburg. Mir tut es nicht leid, dass wir das 1-0 gemacht haben, weil ich glaube, am Ende war es dann trotzdem verdient. Glücklich, aber verdient. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr so weiterspielt, dann brauchen wir uns braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr da unten mit dem Abstiegskampf, Abstiegskampf zu tun habt. Und wir brauchen uns keine Sorgen machen, auch wenn jetzt sicherlich die heißen Wochen mit Neubrandenburg, Fambo, Pokal und so weiter kommen. Vielen Dank euch allen. Schönen Abend. Ich werde ihn haben. Ja, haben glaube ich viele so gesehen, die dann auch für euch verdient, Stefan. Ich gucke nochmal gerne in die Runde, ob eben vielleicht mal eine Frage hat. Sind da doch noch ein paar da geblieben. Kasi. Ja, Lazarett wird nicht weniger, Stefan. Heute Paul-Roger Henschke und Laumi mit Brummschädel. Marc Schulte, FSV Maschinen, Schulterverletzung. Vielleicht kannst du da noch was sagen. Ja, wenn man so eine englische Woche hat, dann passieren solche Sachen einfach. Das war ein maschinenintensives Spiel, das war heute ein intensives Spiel. Aber ich denke, wir haben einen breiten Kader, einen guten breiten Kader. Das zeichnet, glaube ich, auch dieses Jahr die Mannschaft auch aus. Marc wird uns sicherlich in dieser Halbserie nicht mehr zur Verfügung stehen mit Schulter-Ecke-Längssprengung. Bei Paul muss man eben schauen, ob es jetzt nur ein bisschen die Luft war, die gefehlt hat beim Jubeln oder was dabei nur ganz, ganz klar rauskommt. Aber wir haben eine vernünftige medizinische Abteilung, den Dr. Behrendt und Martin Stubbe, die werden sich schon um die Burschen ordentlich kümmern. Und von daher müssen dann andere in die Bresche springen. Aber überhaupt gar keine Furcht. Wir haben ganz, ganz tolle Jungs, die da auch füreinander einstehen. Kein Problem. Okay, wenn es das war, bleibt für uns nur zu sagen, schön, dass ihr da wart. Erzähl es weiter. Wir haben jetzt 3 Wochen Pause hier in unserem Heimspielstadion, dann sind wir am 30.11. wieder da. Das ist wieder ein Freitagabend und dann würden wir uns freuen, wenn die gleiche Kulisse nochmal da ist. Ich glaube, das wird im Fußball auf dem Feld und auch drumherum natürlich viel interessanter, wenn da ein bisschen Stimmung noch umwarten oder auch die Stimmung von dem Rennen rüberkommt. Wir bedanken uns bei unserem ersten Trainer. Gute Heimfahrt, gute Rückrunde bzw. restliche Spiele und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, schönen Dank. Tschüss.